Das Teamspeak ist ein bisschen schwach, so von der Tonqualität und so. Das war mein Co-Kommentator Wallerhahn. Wir sind hier im zweiten Teil unseres Livestreams Brave New World, Sid Meier's Civilization 5 und wir sind hier bei Venedig mit den Venezianern. Wir führen Venedig und sind dabei, ein bisschen rumzutüfteln, wie es aussieht hier, ob wir nicht bei der Gründung unserer Religion, ob wir da tatsächlich uns einigen können. Da gibt es diverse Vorschläge. Hier seht ihr das Spiel wieder. Diese hübsche Stadt in der Mitte, das ist Venedig. Herzlich willkommen zurück. Und wir haben, wie ihr seht hier, die Möglichkeit, eine Religion zu gründen. Das ist der Button, ich klicke mal drauf. Wir hatten einen großen Propheten dafür geopfert. Und wir können jetzt ein Religionssymbol wählen. Wir können einen Namen geben und Glaubenssätze verkünden. Gibt es im Chat Vorschläge, Wallerhahn? Ja, es wird das Symbol des Tengismus und des Byzantismus gewünscht. Des Tengrismus? Das hier? Des Tengrismus, das ist ganz außen das. Ja. Und? Also das war... Ja? Und Protestantismus. Ja, beides und gleichzeitig ist ein bisschen schwierig. Es fehlt auch leider die Funktion hier. Das kriegst du doch hin. Das ist ja schön, dass du an mich glaubst. Auch eine Form der Religion. Ich möchte jetzt ungern deinen Glauben in mich enttäuschen und in meine wundersamen Fähigkeiten, aber ich krieg's nicht hin, um es kurz und schmerzhaft zu sagen. Sagt mal, die Idee Protestantismus, die gefällt mir eigentlich sehr gut. Das finde ich ganz witzig, so direkt neben Kasimir und seinen Katholiken den Protestantismus zu gründen und zu hoffen, dass es gut geht. Das fände ich eigentlich eine ganz, ganz witzige Szene jetzt hier. Ja, mach mal. Oder wird jetzt jemand ernsthaft gegen den Protestantismus protestieren? Gibt es denn immer noch den Vorschlag Poseidon? Protestierender Poseidon? Das wollt ihr doch nicht ernsthaft vorschlagen. Sollen wir es nicht bei Protestantismus belassen? Gott des Meeres. Die Protestanten glauben an den Gott des Meeres. Das ist da auch eine interessante religionsgeschichtliche Variante. Gründerglaubenssatz. Viele Möglichkeiten. Ich überfliege die mal rasch und dann bin ich gespannt, was ihr zuruft. Bestattung plus eins, globale Zufriedenheit für je zwei Städte mit dieser Religion. Globale Zufriedenheit für je acht Anhänger in dieser Religion in nichtfeindlichen Fremdstädten. Gold, 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 Initiationsriten, wenn eine Stadt übertritt zu diesem Glauben. Papstprimat. Ach, das gefällt mir schon vom Namen her nicht. Das machen doch die Katholiken. Will ich erst gar nicht vorlesen. Pilgerschaft, Glaube, plus zwei Glaube pro fremder Stadt mit dieser Religion. Weltkirche, plus eins Kultur für je fünf Anhänger dieser Religion in anderen Zivilisationen oder der Zehnt. Plus eins Gold pro vier Anhänger dieser Religion. Ich würde ja ganz gerne was vorschlagen mit Zufriedenheit, weil... Gold haben wir ja, aber Glück können wir anscheinend mit dem Gold ja nicht kaufen. Und das ist doch jetzt vielleicht doch ein ganz guter esoterischer, spiritueller Einstieg in dieses Gespräch jetzt. Gold alleine macht nicht glücklich. Wir haben Baden in Gold plus 30 Gold und wir sind so unzufrieden, unsere Bürger. Sieben unzufriedene Bürger, orangefarbene, grelle, traurige, wütende Gesichter haben wir. Da wäre das doch vielleicht Notre Dame hin und her, das Weltwunder bauen wir im Augenblick. Vielleicht ganz gut, das hier oben. Oder das da drunter anzuklicken. Bestattung oder friedliebend. Also ich würde die Initiationsfrieden trotzdem nehmen, weil wir kriegen unsere Religion maximal in Venedig verbreitet. Für den Rest ist Kasimir zu stark mit seinem Katholizismus. Und daher bringt es uns überhaupt nichts, das auf irgendwie fremde Städte zu fixieren, unsere Religion. Das heißt, wir klicken auf Initiationsriten und bekommen einmalig einmal 100 Gold und das war's schon. Mal schauen, was der Chat sagt. Das
Zehnt wollen sie jetzt. Den Zehnt wollen sie einnehmen. Der würde im Augenblick uns bringen... Tja, wie viel? Wahrscheinlich so 4 Gold pro Runde. Das heißt, nach 25 Runden hätten wir die Initiationsriten getoppt. Ich glaube, das ist... Also, wenn ihr unbedingt Gold haben wollt... Ach, ihr seid aber auch so materiell orientiert. Mensch, Leute, wir wollen hier eine Religion gründen. Es geht um höhere Werte. Und ihr denkt tatsächlich nur daran, wie ihr euch die Taschen voll machen könnt. Peinlich. Wollt ihr wirklich das Zehnt? Anscheinend ja. Dann machen wir das Zehnt. Ja, Zehnt wollen sie. Und dann, das war's schon. Anhängerglaubenssatz können wir auch noch machen. Schreine bringen +1 Zufriedenheit in Städten mit 3 Anhängern. Tempel, Choräle, Tempel bringen +2 Kultur in Städten mit 5 Anhängern. Friedensgärten. Gärten bringen +2 Zufriedenheit. Sind wir überhaupt an einem Fluss gelegen? Ich glaube ja. Geistliches Spiel. Das ist ja witzig. Geistliches Spiel. Amphitheater bringen +1 Glauben in einer Stadt mit 3 Anhängern. Glaubenskrieger kauft mit Gold vorindustrielle Landeinheiten. Lohnt sich vielleicht kaum noch. Wir sind ja schon sehr weit fortgeschritten im Ablauf der Epochen. Göttliche Eingebung. Das würde uns natürlich viel bringen. Jedes Weltwunder bringt +2 Glauben in der Stadt. Damit würden wir viel Glauben ansammeln. Guruschaft. +2 Produktion, wenn die Stadt einen Spezialisten besitzt. Ach so, heißt das dann insgesamt +2 oder pro Spezialist +2? Ich glaube insgesamt +2, oder? Balahan. Da muss ich passen. Da muss ich passen und gucken, was der Chat sagt. Also ich glaube, so wie das formuliert ist, ist das, glaube ich, pro Stadt nur einmalig +2. Moscheen und Pagoden. Moscheen, die kann man aber auch nur... Doch, die kann man auch in den fremden Staaten, in den fremden Stadtstaaten, in den neuen Marinettenstädten dann kaufen. Das wäre doch ganz gut. Hier, schaut mal hier. Pagoden. Kauft mit Glauben Pagoden. +2 Glauben, +2 Kultur, +2 Zufriedenheit. Dann hätten wir die Möglichkeit, in diesen fremden Städten, beispielsweise in Florenz, wenn wir da eine Pagode hinsetzen würden, die Kulturgrenzen schneller auszudehnen. Das würde uns helfen, um da zum Beispiel die Ressourcen, die in der Nähe waren, um die besser bekommen zu können. Und wir werden ja sicher noch einiges an fremden Stadtstaaten mit unserem Händler von Venedig gewinnen. Also verhexen, dass die dahin gehen und unsere Einheiten auflösen, dass wir dort Marinettenregierungen errichten können. Und wenn wir dort überall da eine Pagode platzieren, dann wird da wirklich was bringen. Da hätten wir auch dieses Zufriedenheitsproblem ein bisschen gebändigt, über das die KI in der Regel nicht hat, weil die da cheaten darf. Also ich bin sehr für Pagoden. Ja, der Chat ist es auch. Nur Maximo sagt, bei 4 Glaube pro Runde brauchst du keine Pagode. Ich fürchte, da muss Maximo ausnahmsweise mal richtig tapfer sein. Er wird jetzt überstimmt. Ja. Also, Zehnt und die Pagoden. Und Protestantismus, der Name bleibt. Und, kein Aufschrei im Hintergrund, kein letztes Einrufen, kein letzter Zuruf von Wallerhahn, dann wird die Religion jetzt gegründet. Ja, so. Ich würde jetzt gerne Glockengeläut einspielen oder zumindest ein feierliches Om loswerden, aber die Protestanten sind ja ein bisschen nüchterne Naturen, insofern gibt's das jetzt alles nicht. Ja, was passiert jetzt in Venedig? 15 Anhänger haben wir jetzt. Unsere Religion plus 33. 3 plus 3 Gold durch die Religion jetzt. Kein Kommentar. Und nur plus 4 Glaube. Da müssen wir... Wie teuer wird das demnächst sein, hier eine Pagode zu bauen? 130. Ab 130 können wir das machen. Das behalten wir mal im Hinterkopf. Eine Einheit benötigt einen Befehl, der Kompositbogenschütze. Ja, das ist ja die Frage, die wir eben gegen Ende des ersten Teils unseres Livestreams noch hatten. Der Shaka, unser Erzfeind Shaka, der hier im Süden lebt und die Terrakotta-Armee gebaut hat und dadurch viele, viele neue Truppen bekommen hat wohl, der mit Gott und der Welt gerne im Krieg liegt, der wird uns jetzt wahrscheinlich keine gute Nachbarschaft mit uns einhalten. Soll man nicht schon ein paar Truppen hier in der Nähe platzieren? Weil wir mit dem Schlimmsten rechnen. Ach, schau mal, Valahan und Co., liebe Zuschauer. Wir können alle unsere
Kompositbogenschützen mittlerweile zu Armbrustschützen modernisieren. Das sollten wir doch unbedingt machen, denke ich, nicht? Ja, schon allein wegen des Nutzers Armbrust. Ja. Da hast du recht. Armbrust würde sonst natürlich protestieren. Sehr kluger Einwand von dir. Hm. Weiser Walahan. Wir hätten die Religion doch Weiser Walahan oder Weisheit des Walahans Grund nennen sollen. Kann man das noch rückgängig machen? Ich denke nicht. Der Kompositbogen. Mit Protestantismus sind wir auch gut bedient. Der Chat hat ja auch nicht protestiert. Nein. So, Einheit benötigt Befehle. Das ist hier. Der Bautrupp kann jetzt hier eine Mine bauen und damit die Kupferressource anschließen. Und was war mit diesem vereinzelten Bautrupp hier unten? Wir hatten ja noch die Überlegung, den vielleicht nach Norden zu ziehen, weil hier ja alles modernisiert ist, was modernisierbar ist. Die Kulturgrenzen werden erst in 23 Runden ausgedehnt sein. Das heißt, vorerst gibt es hier gar nichts zu tun. Ich glaube, ich mache das mal. Ich schicke den mal hoch. Ja, bauen wir erstmal eine Straße dort nach oben, damit wir die Armee runterziehen können. Genau. Ich hatte mir gedacht, wir bauen die dann von einer Stadt zur nächsten. Also wir bauen die nicht von zwei Städten aufeinander zu, sondern fangen an einem Ende an. Falls die nicht rechtzeitig fertig wird, wäre dann wenigstens ein Teil fertig. Schon mal. Ich habe den jetzt rübergezogen, den Kompositbogenschützen innerhalb des eigenen Kulturgebiets, weil der sonst nicht zum Armbrustschützen modernisierbar gewesen wäre. Ja, soll ich... Thema Erkundung hatten wir ja eben, aber ich glaube, ich lasse die Truppen hier mal alle beisammen bei Florenz, nicht? Ich traue mich nicht so richtig. Ja, Schakka ist Schakka. Schakka ist Schakka. Weisheit des Walahans hätte unsere Religion wirklich heißen sollen. Schwerer Fehler. Protestantismus ist bei weitem nicht so gut. Armbrustschütze in Venedig wird befestigt. In zwei Runden ist es soweit und unser Zufriedenheitsproblem wird auf lange, lange Zeit ad acta gelegt sein können, weil wir dann unsere Dame fertiggestellt haben werden, Notre Dame. Das Weltwunder. Hier hat ein Bautrupp in Jerusalem eine Mine fertiggestellt und den können wir, glaube ich, der hat ja da auch nichts zu tun, auch schon mal rüberschicken, um beim Straßenbau behilflich zu sein. So, nochmal eine Runde weiter. Keine Zurufe aus dem Chat. Alle zufrieden. Keine Probleme. Ja, du sollst mit dem Armbrustschützen mal erkunden, der Jäger ist. Also aus dem Speer entstanden ist. Also zunächst... Oh, jetzt haben wir erstmal ein Weltwunder. Genau. Notre Dame ist fertig. Sieht wunderschön aus. Und ihr seht auch, warum Notre Dame plus 4 Glaubenspunkte bekommt. Weil da von oben der göttliche Lichtschein aus dem Himmel fällt. Da lebt doch der Himmelsherr ganz oben und schickt seine Strahlen, seine Erleuchtung herab runter auf Notre Dame, auf Venedig, auf unser Weltwunder. Und... ja, schickt uns Erleuchtung, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ein Armbrustschütze, der aus einem Speer entstanden war, und mit dem soll ich ein bisschen spähen. Das ist eigentlich ein guter Hinweis. Jetzt gib mir mal einen Tipp, wo ich den finde. Wo war der nochmal? Der war irgendwo bei Florenz. Bei Florenz ist der. Ach, das ist ja der? Ne, der ist es auch nicht. Ignoriert Geländekosten, hier ist er. Dann ziehe ich mit dem mal hier unten rum. Das mache ich mal. So, und die anderen Bautrupps hier... oh, pardon, da habe ich mich verklickt. Können sich jetzt auch hier langsam mal ranmachen. Übrigens, hier oben, Zufriedenheit, plus 3. Da können wir doch mal einen Blick nach Notre Dame, nach Venedig reinwerfen. Müssen wir ja ohnehin. Notre Dame ist fertig, wir müssen da ein Bauprojekt wieder in Auftrag geben. Und jetzt könnten wir vielleicht hier aus der Werkstatt den Ingenieur wieder rauslassen. Ich mache das mal testweise. Wenn im Augenblick ist das so, dass wir in 6 Runden einen neuen Bürger hätten und ich lasse den mal raus, dann wäre es in 4. Ich
glaube, das ist okay. Dann lasse ich den mal jetzt mal nicht in der Werkstatt schuften, sondern setze ihn wieder auf ein Nahrungsfeld. Produktion wählen. Viele Möglichkeiten wieder mal. Chichen Itza. Dauer von goldenen Zeitalter um 50% verlängert. Orakel. Eine freie Sozialpolitik. Nationalepos. Generierung von großen Persönlichkeiten. Plus 25%. Das wäre natürlich ganz gut hier für unsere Gilden. Unsere Künstler- und Schriftstellergilde. Große Mauer ist für uns, glaube ich, nicht ganz so wichtig. Und oder Karawanenhof. Karawanenhof oder Karawane. Ich würde eine Kaserne bauen. Oh. Für den Fall der Fälle? Ja. Ja, wegen der ganzen vielen frischen Einheiten, die dort irgendwo herumlungern. Oder wieder zu Shaka. Ja. Ich habe jetzt mal testweise den Handelsweg Bildschirm aufgerufen, um euch für diese Entscheidung zu zeigen, was uns das bringen würde, wenn wir noch eine Karawane beschäftigen würden, wenn wir eine bauen würden. Und ihr seht beispielsweise, wir haben ja drei Routen eingerichtet, dass wir die Möglichkeit hätten, beispielsweise von Jerusalem nach Marrakesch eine zu bauen. Die würde uns 11,6 Gold bringen. Das ist verdammt viel. Und auch eine von Jerusalem nach Hongkong würde uns nochmal 9 Gold bringen. Sollen wir nicht einfach hier noch ein paar Karawanen bauen, um so richtig innerhalb kürzester Zeit hier unseren Goldüberschuss richtig in die Höhe zu treiben? Das wäre mein Vorschlag. Und dafür sollte man natürlich zuerst den Karawanenhof bauen. Also mein Vorschlag wäre jetzt den Karawanenhof und dann mehrere Karawanen hintereinander. Dann hätten wir das Thema Karawanen und Gold abgehakt und könnten es wie Dagobert Duck machen und in der Schatzkammer ein paar Runden schwimmen gehen. Ja, aber zusätzlich soll der Schrein gekauft werden, damit wir irgendwann den Tempel bauen können, den großen Tempel. Der soll gekauft werden, der wäre auch in einer Runde fertig. Ja, also beides gleichzeitig geht nicht. Entweder setzen wir jetzt auf die Karawanengeschichte oder wir bauen einen Schrein, einen Tempel und bauen dann den großen Tempel. Brian sagt, Schrein kaufen und Karawanen bauen. Produktion ist zu wertvoll. Produktion ist zu wertvoll. Ja. Was meint er damit? Keine Ahnung. Darüber könnten wir jetzt ein bisschen brüten. Brian, das sollte für dich eine Motivation sein, vielleicht noch deinen Chat-Kommentar ein paar zusätzliche Worte anzuhängen. Achso, Produktion ist zu wertvoll für den Ein-Runden-Kram. Also, achso, verstehe. Was nur eine Runde braucht, ja. Also, dann kaufe ich mal den Schrein, kostet 180 Gold. Und wähle bei der Produktion den Karawanenhof, dann kommen wir auch ein bisschen weiter. Und müssen hier nicht so unglaublich lange warten. Wir hatten die Wale an Kasimir geliefert, hatten dafür Gold kassiert. Dieser Vertrag ist jetzt abgelaufen. Ich schau mal nach, ob der Kollege Kasimir bereit ist, das zu verlängern. Oh, ist immer noch freundlich zu uns. Netter Kerl. War das nicht der, den wir damals, als Piro noch mitgemacht hatte beim letzten Termin, dem wir immer den Bart gekrault hatten? Ich mach das nochmal ein bisschen. Ich glaube, nur deshalb ist er so freundlich zu uns. Also wir geben ihm einen Wal und gucken, dass wir dafür Gold kassieren. Ja, 5 Gold. Ist das okay? Vielleicht kann ich das noch auf 6 Gold hochtreiben. Bin immer ein bisschen skeptisch, ob das geht. Och, es geht auch. 6 Gold. Sollen wir das machen? Ja, machen wir das mal. Ja, Geld. Mehr Spaß. Wale weg, plus 6 Gold. Und wahrscheinlich auch einen kleinen Diplomatie-Bonus bei Kasimir. Eine Einheit hätte gerne einen Befehl. Das ist der Armbrustschütze, den wir hier als Späher zweckentfremden. Ach, war das der falsche hier? Oh, ich habe mich verklickt. Ärgerlich. Kann ich den gleich wieder zurückschicken. Schade. Also Weisheit des Writing Bull sollte unsere Religion, glaube ich, nicht geheißen haben. Eine Runde weiter. Habt ihr gesehen, wie viele Truppen der Kasimir hat?
wie viele da im Nordosten gleichzeitig gezogen haben. Ich glaube, das ist noch ganz vernünftig, dass wir uns bei dem, mit dem so gute Verhältnisse, diplomatische Verhältnisse haben. Schon wieder ein großer Künstler in Venedig, schon wieder eine große kulturelle Persönlichkeit. Ja, die hatte ich mich leider eben verklickt, sehr ärgerlich. So, wir haben hier die Mine fertig und mit dem hier... Ach, das gibt's doch nicht. Schon wieder habe ich mich hier verklickt. Automatisierung stoppen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich schiebe mal wieder alles darauf, dass ich im Fenstermodus schiebe und hoffe, dass er keine kritischen Nachfragen stellt. Und falls doch, setze ich darauf, dass Wallahan sie mir nicht weiterträgt. Wir wollten ja eine Straße bauen. Sollen wir die bauen von Venedig nach Florenz? Ja, ne? Einverstanden? Ja, erstmal. Ich denke schon. El Greco, ein Künstler, ein Maler. Wollen wir mal schauen, welches Werk er hier für uns gemalt hat. Den Blick auf Toledo. Ein Stadtstaat, den wir noch nicht kennengelernt haben anscheinend. Und El Greco gibt uns schon mal einen Blick auf Toledo. Das ist lieb von dir. Ich bin jetzt schon ein bisschen interessiert, daran ein wenig neugierig, wo diese Kunstwerke gelandet sind. Denn das hatten wir noch gar nicht überprüft gehabt. Man kann ja auch so Reihen bilden von gleichartigen Kunstwerken in Städten. Da sollten wir drauf achten. Dann gibt es eventuell nämlich einen Bonus. Die einzige Reihe, die wir bauen könnten, wäre im Palast von Venedig. Sonst sind das nur so ein Kunstwerke-Slot, die wir haben. Und noch sind wir hier nicht so weit, dass wir hier irgendwas hätten. Obwohl hier... Warum gibt denn das keinen Bonus? Schaut mal hier. Wir haben in dem Palast von Venedig zwei große Schriftsteller, zwei Literaturwerke von großen Schriftstellern, beide von derselben Nation von Venedig, beide im selben Zeitalter, im Mittelalter, und sie geben keinen Bonus. Falls da jemand einen klugen Kommentar zu hat und mir das erklären kann... Ich geh mal da auf die Plus Null. Ja. Sorgt dafür, dass all eure großes Werk Plätze mit Literatur unterschiedlicher Zeitalter und Zivilisationen gefüllt sind, um euren Bonus zu maximieren. Jetzt bin ich ein bisschen überrascht. Ich muss aber auch gestehen, das habe ich also bislang bei den Spielen anders erlebt. Da mussten die gleichartig sein, die Kunstwerke. Wenn ich den Hilfetext hier richtig lese, dann müssen die hier unterschiedlich sein. Ja. Das ist bei der großen Bibliothek so, und es gibt andere Wunder und besonders Museen, wo dann eben tatsächlich aus dem gleichen Zeitalter und aus der gleichen Kultur die Werke kommen müssen. Beim Louvre müssen sie auch zwei Artefakte und zwei Kunstwerke sein aus unterschiedlichen Zeitaltern. Da bin ich jetzt etwas klüger geworden. Vielen Dank für diese Erklärung. Ich hoffe mal, dass nicht nur ich klüger geworden bin, sondern auch noch ein paar andere. Das würde zeigen, dass diese Bildungslücke nicht nur bei mir bestanden hat. Das würde mich trösten. Also, es hängt davon ab, welches Wunder oder welches Gebäude da ist. Und für jedes gibt es andere Regeln. Danke, Wallahan. So, wir haben, wie von Hongkong erbeten, Kupfer mit unserem Handelsnetz verbunden. Die Bewohner von Hongkong lieben uns deswegen. Und unser Einfluss ist um plus 40 gestiegen. Wo liegt denn dieses Hongkong hier? Ganz unten im Süden. Und wir sind jetzt mit ihnen befreundet und sie geben uns... Es sind kaufmännische. Ein kaufmännischer Stadtstaat. Geben die uns jetzt einen Bonus hier, einen Zufriedenheitsbonus schon. 3 durch Stadtstaaten. Ist das der schon? Der würde dann, glaube ich, verdoppelt, wenn wir mit denen verbündet wären. Das ist ja auch interessant hier. Hier läuft eine Quest bald zu Ende. Eine Kulturquest. Da wären wir dann mit denen... Übrigens, die geben uns auch dann... Hier ist noch eine interessante Quest. Wenn wir mit denen einen Handelsweg einrichten werden, dann bekommen wir ebenfalls hier ein dickes Geschenk von Einflusspunkten. Und zusammen mit der anderen Quest, die wir wohl auch erfüllen werden, automatisch in 15 Runden, die wachstumsstärkste Kultur bekommt da einen Bonus, müssten wir es doch eigentlich schaffen, Wallahan aus Hongkong Verbündete zu machen. Ja, sollten wir mal versuchen. Die haben Edelsteine. Die haben wir, glaube ich, noch nicht angeschlossen. Und Schmuck.
Also sind ein sehr guter Handelspartner. Ja, stimmt. Sehr, sehr sinnvoll. Also da sollten wir demnächst eine Karawane hinschicken. Eine Runde weiter. Immer wieder bin ich überwältigt und ein bisschen beunruhigt durch diese vielen, vielen roten Einheiten-Buttons da im Nordosten oder im Osten von Venedig, die Polen. Die haben wirklich einiges da, was sie auffahren können. So, mit unserem ehemaligen Speer, dem jetzigen Armbrustschützen, ziehen wir ein bisschen hin und her. Ah, sehr schön. Ach nein, schaut mal hier. Wir haben eine Karawane hier, die, ist jetzt gestoppt. Genau. Die hatte bislang Handel betrieben mit Marrakesch und das läuft ja alle, ich glaube, alle 30 Runden aus, sodass wir die wieder in Gang setzen sollen. Die Frage ist nur, sollen wir damit vielleicht nicht zwei Runden warten und erstmal hier in Venedig einen Karawanenhof bauen? Oder haben wir den gerade gebaut? Haben wir den gerade gebaut? Ach, wir haben ihn gerade gebaut. Pardon, da hatte ich einen Moment im Überblick verloren. Dann klicke ich mal hier oben auf die Handelswege-Übersicht. Wir hatten uns ja gerade schon überlegt, dass wir nach Hongkong eine Karawane hinschicken wollen. Die taucht hier auf in der Liste. Von Jerusalem nach Hongkong würde 9,3 Gold bringen. Von Venedig nach Marrakesch 12,6 Gold. Das ist eigentlich nur ein sehr geringer Goldunterschied und würde uns sehr viele Einflusspunkte in Hongkong bringen. Ich glaube, das machen wir. Einverstanden? Ich bin damit einverstanden, ja. Und damit schnell von Jerusalem. Genau, dann schicke ich mal Heimatstadt ändern, diese Karawane nach Jerusalem. Und jetzt bauen wir unsere Straßenverbindung von Venedig Richtung Süden. Und ich denke mal, dass wir jetzt hier eine weitere Karawane bauen, wo wir doch gerade den Karawanenhof fertiggestellt haben. Wird in einer Runde fertig sein. Und mit dem Bautrupp ziehen wir ein bisschen Richtung Venedig rauf. Wir wollen ja die Straßenverbindung bauen von Venedig aus Richtung Süden. Wohin ziehen all diese polnischen Einheiten hier? Massive polnische Truppenbewegungen. Schaut euch das mal an, unglaublich. Unmengen an polnischen Truppen. Haben die einen Krieg mit irgendjemand? Haben wir da was verpasst? Nein. Ich habe den finsteren Verdacht, die ziehen ja so ein bisschen Richtung Süden, dass das Touristen sind, die Herrn Schacke einen Besuch abstatten wollen. Alles Touristen, genau. Oder hatte ich gerade Touristen oder Terroristen gesagt? Liegt ja mitunter nah beieinander. Mal gucken, ja, wie Herr Schacke das empfinden wird, diesen Besuch. Ja, wäre auf jeden Fall gut, wenn er zum Zulu geht und nicht zu uns mit seinen vielen Einheiten. Sieht ja auch so aus, als ob er Richtung Süden gehen würde. So, schon wieder eine Karawane fertig. Und die schicken wir nach... Ne? Die schicken wir nach... Marrakesch wäre eine Möglichkeit. Würde den Zulus ein bisschen Gold einbringen. Oder nach Lodz. Ich würde ja eher... Also doch, na, 3 Gold Unterschied. Ich gönne es den Polen ja eher. Ich bin ja noch nicht, ihr merkt das schon, ich empfinde mich noch nicht richtig als Protestant. Ich bin noch kein Katholikenhasser und Katholikenfresser geworden. Und die lieben uns ja auch. Insofern gönne ich es den Polen eher, an unserem Handel zu partizipieren, als diesem Kriegstreiber Schacker. Wie siehst du das, Wallerhahn? Für den schlägt dein Herz. Na dann, im Sinne der Ökumene gegen die Wilden im Süden, Handel mit dem Polen, mit Lodz. Ja, das machen wir. Schön, dass wir einer Meinung sind. Also, Handelswegeinrichtung nach Lodz. Und ich habe richtig Lust, noch eine Karawane zu bauen. Ein bisschen müssen wir achten auf das Versorgungslimit hier beim 15. noch versorgen. Das ist ja genug. Für die, die es nicht kennen, es gibt halt ein Versorgungslimit
die Zahl der Einheiten, die man haben kann, ohne dass man ein diverse Mali sich einhandelt, das hängt halt ab von der Zahl der Bürger, die man hat, insbesondere und auch von der Zahl der Städte. Aber da zählen diese Karawanen und die Frachter auch mit, aber wir sind weit davon entfernt, hier irgendein Problem zu haben. Also ich habe richtig Lust hier, das läuft ja wie am Schnürchen, hier noch eine Karawane zu bauen. Der Vorteil ist ja, dass die Karawanen zwar bei diesem Versorgungslimit zwar zählen, aber Gott sei Dank nicht bei der Wirtschaftsübersicht und bei den Wirtschaftskosten pro Einheit. Das wäre ja auch ein bisschen seltsam. Das wäre ja demotivierend. Hier ist die Karawane in Jerusalem angekommen. Und wo wollten wir die doch mal hinschicken? Nach Marrakesch nicht, da wollten wir die hinschicken. Nach Hongkong. Hongkong. Haben wir Hongkong? Stimmt, du hast recht. Pardon. Gut, dass ich dich hab. Wallahan, wenn ja. Ich dich nicht hätte. Wenn ich die Weisheit ja. Des Wallahans nicht hätte. Ich wäre glatt aufgeschmissen. Ich würde ständig verlacht werden. Du schützt mich vor dem Spott des Jets. Ich bin dir wirklich dankbar. Ja. Aber das ist kein Spott. Schießpulver. Sich in einer Sekunde ich merke richtig, Musketiere können wir jetzt rekrutieren, wie eine Woge von Adrenalin durch den Chat pulst. Wie die Hormone ausgeschüttet werden, wie die militaristische Hälfte unserer User oder die militaristischen zwei Drittel unserer Zuschauer rote Bäckchen bekommen vor Aufregung und ihr Herz schneller schlägt und der Puls ganz schnell schlägt. Jetzt können wir all unsere Einheiten, viele unserer Einheiten, welche eigentlich in Musketiere umwandeln? Die Pikeniere? Nein. Die Armbrustschützen? Auch nicht. Unsere Krieger haben wir keine. Das heißt, das bringt uns kurzfristig gar nichts, aber wir könnten jetzt zumindest in Zukunft rekrutieren oder kaufen hier in Venedig. Wie teuer wäre das, um ein Musketier zu kaufen? 400 Gold. Wie gut, dass wir im Augenblick plus 61 pro Runde erwirtschaften. Das heißt, in nur knapp 7 Runden können wir immer einen neuen Musketier dazu kaufen. Sehr, sehr schön. Und mit unserem Speer hier, mit unserem Armbrustschützen, können wir nach weiter Richtung Norden ziehen. Finde ich jetzt nicht so interessant. Ich bleibe mit dem mal erstmal hier. Ach, schaut mal hier, eine weitere gestrichelte Linie. Da sollten wir jetzt noch jemanden kennenlernen. Valletta, Malta. Ist Valletta nicht die Hauptstadt von Malta? Ich denke ja. Ja. 15 Gold. Nicht sehr viel, aber wir lernen einen weiteren militaristischen Stadtstaat kennen. Wir haben einen Spion rekrutiert. Ja, jetzt hätte ich gerne auch Zurufe aus dem Chat, weil ich muss gestehen, ich bin nicht der größte Kenner des Spionagemenüs. Ich ziehe da immer nur so ein bisschen hin und her. Das zieht nicht so richtig mein Interesse, weil ich... Das erinnert mich doch ein bisschen zu viel an Tabellenverwaltung. Diese Möglichkeiten hier mit den Spionen beispielsweise in Stadtstaaten, die zu platzieren, um dort Einflusspunkte zu generieren oder die in fremden Zivilisationen hinzustellen und die beispielsweise in Diplomaten umzuwandeln, die dann herausbekommen, was die Nationen diplomatisch vorhaben, was ganz wichtig ist beim Weltkongress, einem künftigen Feature, das noch nicht freigeschaltet ist. Und dann haben wir die Möglichkeit, beispielsweise die Stimmen anderer Zivilisationen zu erkaufen oder zu erhandeln, damit die mit uns für unsere Resolutionen stimmen im Weltkongress, aber noch alles ferne Zukunftsmusik. Wallahan, ich habe jetzt extra ein bisschen länger geredet, damit du die Möglichkeit hast, aus dem Chat zu erfahren, wie wir hier ziehen sollten. Welche Wünsche gibt es? Ja, also was uns derzeit nichts bringen würde, wäre den irgendwie ins Ausland als Spion zu schicken, weil wir technologisch voraus sind. Wir haben mehr Technologien erforscht als Polen oder Chaka. Und daher kann er dort nichts klauen. Er würde nur als Diplomat dort agieren können und da ist der Weltkongress ja noch nicht eröffnet. Ja, und da bleibt eigentlich die Möglichkeit, den in einen Stadtstaat zu schicken, um dort irgendwie, die Wahlen zu manipulieren, brauchen wir eigentlich auch nicht.
Am sichersten wäre es eigentlich, den in Venedig zu stationieren, um feindliche Technikdiebstähle da irgendwie zu verhindern. Dann mache ich das. Klingt alles sehr vernünftig und sehr logisch. Das heißt, ich markiere hier Venedig und in einer Runde wird Francesco in Venedig stationiert sein. Ja, er kann dort, falls dort geklaut wird, Erfahrung gewinnen und dann eben als sehr erfahrener Agent tatsächlich dann gut arbeiten später, falls wir noch andere Völker kennenlernen. Sag mal, eine ganz, ganz blöde Situation. Frage, wie gehe ich denn hier aus dem Menü wieder raus? Weil ich hatte ja schon, er ist jetzt schon unterwegs Richtung Venedig. Wo ist denn der Close-Button? Irgendwo ist schließen. Das kann es ja nicht sein. Escape? Drücken? Ja, aber das ist doch seltsam. Oder normalerweise haben die doch immer Abbruch? Einen... Er ist unterwegs, tatsächlich. Hier ist schließen. Das ist ja komisch. Sehr seltsam. Nicht gesehen. Schließen. Der war eben noch nicht da. Sieht aus wie ein erster Bug. Eine Premiere hier bei diesem Let's Play. Wir haben unseren ersten Bug entdeckt. Ich vermute mal, dass es kein Fehler des Let's Players war, weil sonst hätte der weiße Wallahan mich darauf aufmerksam gemacht, sondern es war tatsächlich ein Fehler der Entwickler von Phyrexis. Könnt ihr gleich mal einen entsprechenden Thread im Civ-Forum posten, nach dem Motto, wir haben was entdeckt, wir haben einen ersten Bug entdeckt durch dieses Let's Play. Also, Francesco wurde als Spion. Und jetzt haben wir die Ressource Edelsteine bekommen. Wodurch eigentlich? Wodurch haben wir die Ressource Dadurch, Edelsteine? Dadurch, dass wir jetzt eine Handelsverbindung nach Hongkong haben und mit denen jetzt verbündet sind. Die Bürger des Stadtstaates... Die liefern uns jetzt. Ja, die Bürger des Stadtstaates Hongkong lieben uns jetzt, weil wir ihnen einen Handelsweg gegeben haben und... Hier unten ist Hongkong und ihr seht, hier ist die Edelsteinmine. Danke für die Erklärung. Und jetzt haben wir Feiertage, unter anderem in Venedig und dadurch nochmal einen Wachstumsschub. Seht ihr hier oben, es gibt einen Feiertagsmodifikator. Der Nahrungsüberschuss wird nochmal um 25% aufgestockt. So, in Venedig wurde eine Karawane beendet. Karawanen, Karawanen, Karawanen ohne Ende. Und wir haben immer noch drei Handelsrouten-Slots übrig. Unfassbar. Wohin damit? Wohin mit der Karawane? Wir könnten sie beispielsweise schicken nach Marrakesch. Von Venedig aus bringt uns 12,7 Gold und Chaka 3,8 Gold. Gönnen wir es ihm? Nein, nein, nein. Von Venedig nach Lodz ist schon eine Karawane unterwegs. Von Venedig nach Krakau würde 9,6 Gold einbringen. Aber halt kein Gold in die Kasse von Chaka spülen. Wenn der wüsste, wie wir über ihn reden, ich glaube, der würde uns wahrscheinlich noch eher einen Krieg gegen uns anfangen, als er es ohnehin vorhat. Du achtest doch drauf, dass Chaka bitte, wenn Chaka bei uns im Chat auftaucht, sofort Bescheid sagen. Ja, ja, ich würde das, dann wären wir ein bisschen diplomatischer. Vielleicht taucht er ja auch mit einem Pseudonym auf. So beispielsweise, was weiß ich, um mal einen Namen aus dem Ärmel zu ziehen. Vielleicht meldet er sich da als Brian zum Beispiel an. Also falls ein Brian da auftaucht, sofort raus aus dem Chat mit ihm. So, ja, ich werde ihn sofort kicken. Das ist lieb von dir. Venedig nach, was war das, nach Krakau, nicht? Oh, geht doch, hier geht's. Nach Krakau. 10 Gold mehr haben wir dann. Super, plus 71 Gold jetzt bereits. Wunderbar. Produktion wählen in Venedig. Also, wir haben doch wirklich einen Lauf. Ich würde gerne noch eine weitere Karawane da bauen. Kostet diesmal 2 Runden, was soll's. Ich bin im Goldrausch. Was wollt ihr als nächstes erforschen? Technologiebaum. Oh, hoppla, da war ich einen Klick zu schnell. Viele Möglichkeiten. Chemie würde uns bieten, dass wir Kanonen bauen würden. Das würde uns vielleicht helfen, Chaka anzugreifen, aber noch sind wir da weit von entfernt. Produktion der Modernisierung Mine wurde damit um 1 erhöht und auch des Steinbruchs. Ich zeige euch das mal hier. Hier haben wir einen Steinbruch, hier haben wir noch einen, hier haben wir eine Mine. Das heißt, wir würden plus 3 an Hämmern gewinnen in Venedig, obwohl wir da im Augenblick ja eigentlich so viele Hämmer schon produzieren.
ist im Augenblick gar nicht so unglaublich wichtig. Wahrscheinlich sagt Brian, ich hoffe, es handelt sich bei ihm wirklich nicht um Shaka Undercover. Wahrscheinlich möchte er, tippe ich mal drauf, dass wir die Theologie erforschen, um hier weiter von diesen Glaubensgebäuden zu haben. Würde uns auch den... Ja, genau, das ist das Thema. Hab ich mir doch gedacht. Ist vielleicht doch, ist das nicht doch ein Indiz, dass es sich um Shaka Undercover handelt bei ihm? Ja, ich habe ja auch schon sowas gelesen wie, ich schicke gleich die Impis los. Also, ich habe ja schon ein bisschen Ängste. Interessant, was man über seine Zuschauer so erfährt im Laufe eines Let's Plays. Ja. Ich muss mal für 5 Sekunden mich muten. Ganz kleines Augenblick, ich habe ein kleines Problem mit meinem Headset. Bin sofort wieder da. Ja, wir werden noch Wunder bauen, ja. So, bin wieder da. Allmählich habe ich doch das vage Verdacht, dass die Gegner hier mit dem Spionagemenü auch aktiv sind, denn das könnte das Werk von Shaka gewesen sein, dass mein Drehstuhl plötzlich auf dem Headset-Kabel stand. Ich hatte ihn nicht dahin bewegt, muss ein feindlicher Spion gewesen sein. Also, über Theologie hin zum Bildungswesen wäre mein Vorschlag, oder zum Kompass, wie auch immer, Theologie auf jeden Fall. Sollte mir in Zukunft aber nicht mehr passieren. In dem Augenblick, wo Kasimir in seiner Hauptstadt angekommen ist, sollte er mit der Spionageabwehr eigentlich auch verhindern können, dass ich wieder ein solches Headset-Problem bekomme. Ja. Die Polen ziehen tatsächlich Richtung Zulu. Sieht doch klar aus, ne? Ja, man kann es sowas wie klar nennen, ja. Ich krieg da auch immer regelmäßig Panik, wenn da irgendwie die KI von einer Ecke zur anderen wandert. Ja. Ich geh mal ein bisschen die Gegend rund um Valletta erkunden. So. Wir werden langsam unsere... Es sieht schon... Unsere Straßen werden langsam fertig. Naja, langsam. Sehr, sehr langsam. 2 Straßenstücke haben wir bislang geschafft. Also, alles fängt aber klein an. Irgendwann haben wir eine Autobahn gebaut. Von Venedig nach Florenz. Oder zumindest ein kleines Sträßchen. Das heißt aber wiederum seltsam. Habt ihr gesehen, wie seltsam die Polen plötzlich hin und her gezogen sind? Kann sein, dass sie ihre Truppen nur in der Nähe von Shaka postieren? Oder wollen die hier... Da war ja eine Karawane von Shaka, die irgendwie verfolgen. Theologie wurde erforscht. Viele, viele Möglichkeiten. Gärten, Hagia Sophia. Das wäre doch was hier. Ein kostenloser, großer Prophet erscheint. Damit könnten wir unsere Religion ausbauen. Das müssen wir noch machen. Und wir hätten dann einen kostenlosen Tempel in der Stadt. Wir haben ja noch keinen Tempel in Venedig. Das sollten wir mal im Auge fassen. Hagia Sophia. Große Moschee von Jenne. Erfordert Frömmigkeit, haben wir noch nicht. Großer Tempel wird ab jetzt dann freigeschaltet sein. Das heißt, in dem Augenblick, wo wir hier die Hagia Sophia fertig hätten und den Tempel, hätten wir auch die Möglichkeit, als nächstes einen großen Tempel zu bauen. Der geht ja nur, wenn man überall einen Tempel hat, sprich in unserer einzigen Stadt hätten wir den dann. Und Borobudur muss in einer heiligen Stadt gebaut werden, wie in Venedig beispielsweise. Und dann hätten wir 3 freie Missionare. Viele, viele Möglichkeiten jetzt. Ja, je nachdem, was die KI schon weggebaut hat. Stimmt, da hast du recht. Denn... Gerade hat Kasimir wieder ein Wunder errichtet. Er hat den Borobudur gebaut. Kaum habe ich davon gesprochen und habe es geschafft, den Namen halbwegs... Ja. Unfallfrei auszusprechen. Schon hat der Kollege Kasimir das Teil gebaut. Und man sieht schon die ganzen Missionare, das wird. Ja, der hat einiges vor. Der ist so stressig. Naja, im Notfall können wir auch immer noch einen Inquisitor bauen, das wäre doch was, und den in Venedig stationieren. Dann würden wir nämlich, ähnlich wie der Spion, hätten wir dann eine Abwehreinheit. Der würde uns nämlich davor schützen, dass ein anderer Missionar in der Nähe unserer Stadt eine Religion zündet. Würde der uns komplett eigentlich davor schützen, vor dem kompletten Druck einer feindlichen, einer fremden Religion? Also, der Inquisitor, der kann nur abwehren, dass die Stadt missioniert wird, aber jetzt nicht den Druck abhalten, glaube ich. Noch wird er auch noch gar nicht angeboten hier.
der Inquisitor. Wird er später freigeschaltet? Ja, nein, wir haben zu wenig Glauben. Wo den Missionar haben wir auch zu wenig Glauben. Der wird jetzt aber angezeigt. Der wird angezeigt? Vielleicht eine der klassischen Fragen, die der Chat vielleicht beantwortet. Wenn wir beide gerade ein bisschen zaudern und zögern, dann geben wir die Frage einfach weiter. Vielleicht kann uns das ein kluger Kopf erklären. Und wir haben wieder die Möglichkeit, eine Karawane aufzusetzen. Selben Spiel wie immer. Wieder frage ich mich, sollen wir eine Karawane zu den Zulu schicken? Wieder sage ich mir, nein, Shaka, nein. Wieder hoffe ich mir, dass Shaka uns nicht belauscht. Viele, viele Karawanen zu den Zulus werden uns angeboten. Hier rechts seht ihr übrigens hier, wo die Zahlen rechts sind. Das sind die, die wir schon selber in Betrieb haben. Die können wir also, wir können nicht zwei Karawanen natürlich in dieselbe Stadt schicken. Also von derselben Startstadt in dieselbe Zielstadt, das geht nicht. Jerusalem nach Lodz wäre die nächste Möglichkeit. Aber da haben wir doch mittlerweile... Doch. Das wäre, dann könnten wir die Karawane rüberschicken nach Jerusalem, nicht? Genau, das machen wir. Einverstanden? Ja. Ja, okay. So. In Venedig war eine Karawane fertig. Also ich bin immer noch, ich weiß, es ist mäßig spannend, aber soll man nicht das hier noch einfach noch zwei Karawanen bauen und hier den, das komplett ausschöpfen mit den Handelsrouten? Oder was hatten wir doch? Ich hatte doch gerade davon geschwärmt, von den Möglichkeiten, die wir jetzt freigeschaltet haben. Hier, Hagia Sophia. Ein kostenloser großer Prophet erscheint, bietet einen kostenlosen Tempel. Das sollten wir jetzt bauen, finde ich. Wärst du damit einverstanden, weiser Valahan? Ja, bauen wir ihn. Ja, bauen wir die Hagia Sophia. Das passt auch. Ich frage mich ja, wie lange oder wie oft ich dich noch Weiser Wallerhahn nennst, bis du endlich bereit bist, deinen Benutzertitel im Forum umzuändern in Meister Yoda. Meister Yoda, mal überlegen. Denk darüber nach. Ja, und es wurde im Chat auch angemerkt, wo eine verbesserte Religion Inquisitoren ausbilden kann. Ah, also nur eine verbesserte Religion kann das machen. Ja, ja. Da sind wir beide klüger geworden. So, wir können eine neue Sozialpolitik einführen und das war doch der Wunsch des Chats hier. Das Unternehmertum, große Händler werden um 25% schneller verdient. Das wolltet ihr doch haben, nicht? Ja. Was wollten sie haben damals? Mal gucken. Ich steck nur mal kurz hier die Frömmigkeit und wie war das nochmal? Die würde uns erlauben, die große Moschee von Jenne zu bauen. Ich schaue mir die nochmal kurz an, was das jetzt war. Ich hab's nicht genau im Kopf. Die bringt nur... Die bringt nur verbesserte Missionare. Aha. Und also nicht sehr, und eine nicht sehr ertragreich. Ja. Und eine kostenlose Moschee und plus drei Glauben ist nicht so unglaublich wichtig, dass wir dafür eine Sozialpolitik hier verschenken sollten. Also, großer Händler nicht, Unternehmertum. Mache ich jetzt mal. War der Wunsch von eben und ist jetzt gemacht. Ja. Proteste zwecklos. Proteste sind im Protestantismus nicht möglich. Was wollt ihr als nächstes erforschen? Wir sind wieder im Techbaum. Ja, zwei Möglichkeiten zeige ich euch auf. Kompass bietet uns die Möglichkeit, die Reich... Na, Seehandelswege... Ach, jetzt sind wir wieder bei diesem Thema. Bringt uns, glaube ich, gar nichts. Aber hier, düsteres Kapitel, ne? Die ersten Tränen kullern wieder über meine Wangen. Bildungswesen, Universität sollten wir doch unbedingt machen. Einverstanden? Ja. Bildung wird auch von den anderen gewünscht, wird auch vom Chat gewünscht. Ja. Gut, dann wird das gemacht. Machen wir Bildung. Nächste Runde. Ist das nicht ein schöner Anblick, wenn unsere Karawanen hin und her flitzen? Völker mit Vorliebe für Glänzendes. Das ist die Höhe der Schatzkammer, oder? Sortiert die Spieler nach der Menge des Goldes in ihren Schatzkammern. Warum steht... Ach, das ist Shaka! Und ich freue mich gerade schon und bin stolz, dass wir oben stehen. Es ist Shaka. 1632 Gold. Da muss ich mich immer weit zurücklehnen. Warum gibt er sein Gold nicht aus, Valahan? Keine Ahnung.
keine Ahnung, wie er auch so auf so eine hohe Summe gekommen ist. Der muss doch auch die ganzen Stadtscharten auspressen, oder? Ja, die erste eine Frage ist, wie kommt er auf diese Unmengen an Gold? Die andere Frage ist, warum gibt er es nicht aus? Also, dass wir Gold horten, finde ich ja okay, aber ich wusste gar nicht, dass es eine verfügbare KI-Strategie ist, dass die Zivilisationen Gold horten in solchen unglaublichen Mengen und das nicht ausgeben. Das würde ja nur Sinn machen, wenn die KI clever genug wäre, gezielt auf etwas Bestimmtes hinzusparen. Traust du der KI das zu? Ich eigentlich nicht. Ich auch nicht, nein. Aber ab und zu gibt es solche KI, die massig Geld haben. So, jetzt sind wir wieder in Jerusalem, da ist die Karawane und die hatten wir ja rübergeschickt von Venedig und die wollten wir nach, ja, beides ist möglich, nach Lodz oder nach Krakau schicken. Wenn wir die nach Krakau schicken würden, würden wir uns allerdings den Druck des Katholizismus einfangen. Also neuen Katholikendruck würden wir dann bekommen. Ich glaube, dann machen wir es natürlich lieber nach Lodz. Diese Karawane heißt sicher Theo. Das ist jetzt dann ein eben Theo. Theo zieht nach Lodz. Die Schlagerfreunde werden mit diesem kleinen Gag was anfangen können, der Rest der Menschheit nicht. Wieder eine Karawane in Venedig und wieder einmal zum x-ten Male rufe ich den Handelsroutenbildschirm auf, sortiere unsere Handelswege, da war gerade ein kleines Tonproblem, unsere Handelswege nach dem Goldaufkommen. Und das ist eine Karawane, die nicht fertig produziert worden ist, sondern, pardon, ich habe mich verklickt, die ist mal wieder ausgelaufen. Das ist der vorige Weg. Die lief bislang nach Warschau. Brachte, ich habe ein leichtes Echo, ich versuche das mal wegzumachen. 14 Gold bringt uns das, 6 Gold geben wir dem Genossen Kasimir, sollten wir machen. War der vorige Weg, wird auch wieder gemacht. Ja. Und hier arbeiten wir weiterhin. Achso. Ja, übrigens wurde jetzt auch mitgeteilt, warum das ganze Geld da ist. Ja, aha. Da müssen nämlich bald Sperre gerufen werden. Bei nur was? So ein paar für Impis. Das habe ich gerade leider nicht verstanden. Ja, Shaka braucht Geld, weil er bald Impis baut. Aha. Dann wäre er tatsächlich recht clever, diese künstliche Intelligenz. Hier kommen wir im Augenblick nicht weiter. Unsere Bautrupps wollten ja eigentlich hier eine Straße bauen, aber wir können Bautrupps nicht auf befreundete Einheiten draufziehen. Schade, das ist die Einheiten-pro-Feld-Feature von Civilization 5. Wir bleiben stehen. Dieser rote Riegel hier versperrt uns den Weg nach unten. Den Weg Richtung Süden. Wir können gar nichts machen. Unsere Straßenbaupläne sind quasi eingefroren. Eine unangenehme Situation. Die Frage ist jetzt für uns natürlich, was machen wir mit den Bautrupps? Ich glaube, ja, was machen wir mit denen? Sollen wir die, wir könnten die natürlich über den hier rüber, über den Wasserweg Richtung Süden bringen und hier schon mal die Straße bauen. Oder Richtung Venedig? Haben wir da schon eine Straße? Weiß Richtung Jerusalem. Das wäre eine Möglichkeit. Jerusalem. Da hast du recht, das können wir machen. Dann ziehe ich mal hier rüber auf den Hügel und mit dem Bautrupp ziehe ich hier hin. Genau. Eine Runde weiter. Eine Reise nach Jerusalem, genau. Ganz genau. Halt deinen Stuhl fest. Das Programm beschwert sich, dass wir in Valletta, in Malta, eingedrungen wären. Habe ich aber mir mal gegönnt. Oh, und da treffen wir jemanden. Schaut euch mal an, wem wir hier über den Weg laufen. Hier sind sie. Hier sind die gefürchteten Impi der Zulu. So sehen sie aus. Aus nächster Nähe. Zeigen uns Zuschauern ihr Hinterteil und ihren hübschen Leoparden-Lendengurt und ihren Kopfschmuck, ihre Federn. Sind schwer bewaffnet. Mit Speeren. Mit Schilden. Und mir geht so ein ganz klein bisschen gerade. Geht mir die Muffe.
Denn die sind, glaube ich, relativ kampfstark. Und so viel Gold hat Shaka auf der hohen Kante. Wir natürlich auch. Was? Und viele, viele Fragen habe ich jetzt an euch zu stellen und an Valahan und auch an mich zum Ende dieses Livestreams, denn wir hatten gesagt, dass wir 2 Stunden lang streamen wollen. Und ich würde jetzt gerne allmählich zum Ende kommen. Und diese Fragen würde ich uns gerne noch auf den Weg geben zur Fortsetzung, die wir sicher machen wollen. Nämlich die Fragen, was haben wir wirklich, müssen wir wirklich uns sorgen, dass uns Shaka das Fell über die Ohren zieht? Was hat Shaka mit seinen Impis vor? Möchte er sie auf uns hetzen oder möchte er sie auf Kasimir hetzen? Was hat Kasimir vor? Warum hat er diesen roten Riegel hier gebaut? Südlich von Venedig, ist das nur ein Zufall, dass er uns hier den Weg abschneidet? Sammelt er seine Truppen, um von hier aus Richtung Süden ziehen zu wollen? Oder hat die KI einfach einen kleinen Dachschaden, die KI, die Kasimir steuert? Wie wird es uns ergehen, wenn wir in zwei Runden die Hagia Sophia fertig haben? Welche Einflüsterungen wird uns Brian im nächsten Chat geben oder auch die anderen Zuschauer, wie wir diese unglaublich vielen Religionspunkte, die wir dann erzeugen können, durch den Tempel, den wir gratis bekommen und durch den großen Tempel, den wir danach bauen können und bauen werden, was werden wir dann anfangen mit diesen vielen, vielen Glaubenspunkten, die wir dann erzeugen werden. Wir werden dann wieder bald neue Religionssätze für unsere Religion stiften können. Malt euch doch schon mal aus, überlegt euch Vorschläge, welche Religionsgründer, welche Religionssätze das sein sollten, sinnvollerweise. Und wie sieht überhaupt die Zukunft aus von Venedig? Und die letzte, die ganz, ganz große Frage, wann soll die Fortsetzung sein dieses Livestreams? Seid ihr einverstanden mit Freitagabends? Ich vermute mal, alle, die jetzt dabei sind als Zuschauer, sagen ja, wir haben freitags im Prinzip Zeit. Alle, die nicht anwesend sind, können jetzt ihre Meinung nicht äußern. Aber vielleicht in den Zuschauerkommentaren, denn dieser Livestream wird auch eingestellt werden. Für alle, die nicht dabei sind, nicht dabei sein konnten oder vielleicht nur zeitweilig dabei waren, wird auch eingestellt werden als zweiteiliges Video auf YouTube und dann auch im entsprechenden Thread im Sith-Forum. Ja, und damit kommen wir jetzt allmählich zum Ende. Und ich möchte mich sehr herzlich bedanken bei allen, die dabei waren. Allen voran natürlich auf jemanden, der, das finde ich, seine Aufgabe richtig, richtig gut gemacht hat, nämlich bei Valahan. Ich finde, du hast das richtig gut gemacht, ganz ehrlich. Ja, es war mir ein Vergnügen und eine Ehre. Mir war es auch eine Ehre. Hier bei dir zu sein, ja. Vielen Dank, Valahan. Vielen Dank euch allen. Ja. Wir sehen uns wieder hier in der Brave New World demnächst im Livestream. Vermutlich in einer Woche. Ich tippe drauf, es könnte vielleicht nächste Woche Freitag sein oder wann auch immer. Wir werden den Termin zeitnah festsetzen und posten im Sith-Forum, auf dem Portal, im Thread dort und auf dem YouTube-Kanal. Das steht ja immer auf der Startseite unter dem Text zum Willkommensvideo. Macht's gut, einen schönen Abend wünsche ich euch noch und ein paar schöne Sommertage demnächst. Bis dann, macht's gut, tschüss. Tschüss.